es nicht sagen, ich sehe es selber. 100 Mal habe ich gesagt, an meinem Geburtstag keine Kinder. Das ist das Ergebnis. Hat jemand ein Taschentuch? Da mal 50 Euro Freund dafür. Schau mal. Danke. Was ist doch nicht noch schlimmer, oder? Weiß jemand, wie das rausgeht? Das war die pürierte Lachsterrine vom Buffet. Da hat mich der Jacques Louis von hinten reingeschubst. Der Guck von der Sandra. Jacques Louis. Also reingeschubst kann man eigentlich nicht sagen, es war mehr ein Bodycheck. Rendelt mich quer über die Grablichter in die Lachsmusabteilung und sagt, Upsi. Also nicht etwa Entschuldigung oder tut mir leid oder was in die Richtung, nein. Upsi. Das Buffet ist doch eh voll entkluftig, hat er noch gesagt. Und mich. Der Jacques Louis muss im Musterkatalog der Arschlochkinder auf dem Titelblatt stehen. Ich hab der Sandra noch gesagt, Sandra, könntest du deinen erzieherischen Totalausfall höflich darum bitten, die Rollerskates auszuziehen, wenigstens in der Wohnung? Warum sagst du das in einem so aggressiven Unterton? Weil mir der Knabe Wunderhorn mit seinen schmalen Rädern mein Lammfell im Etat im Gästezimmer in quadratische Stücke geschnitten hat. Also runter mit den Dingen. Das würde er schon aus Protest nicht machen, weil er genau spürt, wie sehr du ihn ablehnst. Könntest du dann einfach im Interesse meiner Wohnung dem Bub gegenüber eine klare Ansage machen? Ja, ja, klare Ansage, das ist wie diese typische Macho-Pädagogik. Ohne Spielraum, ohne Leichtigkeit. Weißt du was, Bernd, das Problem ist nicht er, das Problem bist du. Weil du nicht loslassen kannst. Ich kann nicht loslassen, sagt mir diese esoterische Hinspürtante. Dass ihr Baukenbengel nach Grenzen winselt und wahrscheinlich einmal erstklassiger Amokläufer wird, das interessiert mich. Aber das ist ja oft das Problem, die Frau des Freundes. Na, er ein super Typ, sie die fleischgewordene Hormonschwäche. Ja, einer nett, einer blöd und das Arschlochgehen setzt sich dann in Form eines Sohnes durch, der dich am Buffet genau abpasst und zack, rein in die Flanke. Upsi. Also, was ich an mir schätze, das ist ja, dass ich auch in solchen Situationen ruhig und gelassen bleibe. Ja, ich habe erstmal genau hingespürt, dann habe ich losgelassen. Und diesem Hinterfotz ganz ruhig einen Grablichthalter in den Schädel zu. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, du fette Bickelkröte. Wenn er innerhalb von 16 Sekunden diese verdammten Drecksroller runter sind, dann schneidest du mit der Flex ab.